Im Jahre 1901 kauft Cornelius Heil die in Worms Neuhausen ansässige Firma Schlösser und Kie, in der man sich auf Kleintierfälle spezialisiert hatte, und verlegt die Produktion von Ziegenleder vom Hauptwerk Speyer-Benn hierher. Sein jüngster Sohn Ludwig von Heil wird Eigentümer und erster Geschäftsführer. Genau wie sein Vater zeichnet auch er sich durch großes soziales Engagement für seine Belegschaft aus. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist Ludwig von Heil der Erste, der seine Geschäftspartner und Kunden in den USA besucht, um sie für sein Chevrolet-Leder zu gewinnen. Da dort das Geschäft mit Leder zu 80% in jüdischer Hand liegt, ist es eine schwierige und sehr sensible Mission, die er jedoch erfolgreich meistert. Trotz großer Bemühungen kann jedoch die Fabrikation im Werk Liebenau nicht auf gewinnbringende Füße gestellt werden. Erste Anzeichen der Globalisierung und die sehr teure und aufwendige Lederherstellung machen es schwer, profitabel zu arbeiten. 1974 schließen sich die Fabriktore in Neuhausen für immer. In dem Büro wurden Kalkulationen durchgeführt und wichtige Post erledigt. Links ist eine Mitarbeiterin aus der Fertigung zu sehen, die ans Telefon gerufen wurde. Zu der damaligen Zeit alles andere als alltäglich. Die Nachricht muss sehr wichtig gewesen sein. Auch damals gab es schon Großraumbüros. Durch das Klappern der Schreib- und Additionsmaschinen dürfte es recht laut zugegangen sein. Eine Lederfabrik besaß natürlich auch ein eigenes Labor, zum Beispiel für Produktentwicklung und ständige Qualitätskontrollen. Die beiden Chemiker auf dem Bild begutachten chemische Reaktionen in Reagenzgläsern. Während die beiden Laboranten in der Bildmitte für den Fotografen in Positur gegangen sind, lässt sich der Kollege links nicht bei der Arbeit stören. Er titriert eine Probe. Dabei tropft er mit einer Pipette eine Chemikalie in die zu prüfende Probe. Heil Liebenau hat Ziegenfelle verarbeitet. Nach der Anlieferung im Rohfellager wurden die meist getrockneten rohen Ziegenfelle für die Wasserwerkstatt vorbereitet, indem sie nach Größe und Qualität sortiert wurden. In der Wasserwerkstatt wurden in der sogenannten Weiche die Felle eingeweicht und vom Schmutz befreit. Nach der Weiche wurden mit der sogenannten Schwöde, wobei die Felle auf der Rückseite mit einer Chemikalienpaste bestehend aus gelöschtem Kalk und Schwefelnatrium bestrichen wurde, danach wurden die Felle auf sogenannten Scherbäumen von Hand enthaart. Dazu wurden sie auf den Scherbaum gelegt und von oben nach unten mit speziellen stumpfen Enthaarungseisen bearbeitet. In der Reinmacherei wurden die Ränder und Klauen der Blößen, so hießen die Felle, nach dem Enthaaren abgeschnitten. In Beizhaspeln wurde der alkalisch reagierende Kalk, den man für die Enthaarung eingesetzt hatte, neutralisiert. Außerdem wurden verbliebene Haarwurzel und Fettreste durch den Einsatz von Eiweiß und fettspaltenden Enzymen entfernt. Zunächst wurde hierfür Hundekot verwendet, denn dieser enthält die notwendigen Enzyme. 1907 entwickelte der Chemiker Otto Röhm in Darmstadt ein Enzympräparat, das ab ca. 1920 auch in Worms zum Einsatz kam und den Hundekot ersetzte. Damit versiegte auch aber eine Einnahmequelle für die Wormser Bevölkerung, denn pro Eimer reinen Hundekots, dem im Volksmund genannten Bivit, konnte man bis zu 12 Mark verdienen. In der Gerberei wurden in riesigen rotierenden Holzwalkfässern die enthaarten und gereinigten Blößen mit mineralischem Gerbstoff behandelt, um sie gegen Fäulnis und Zersetzung zu schützen und haltbar zu machen. Ab diesem Verfahrensschritt wurde das Material dann als Leder bezeichnet. Das Leder wurde dann auf seine Qualität geprüft. Je weniger Verletzungen und Vernarbungen die Oberfläche aufwies, desto hochwertiger konnte es eingestuft werden. Nach der Gerbung wurde das Leder entwässert und geglättet.
In der Falzerei wurden die Leder auf die geforderte Dicke gebracht. Dazu wurde mit einer spanabhebenden Maschine, ähnlich einem Holzhobel, auf der Rückseite der Leder Ledersubstanz bis auf die gewünschte Dicke abgefalzt. Danach wurden die Leder nach Größe und Qualität sortiert und für die Färbung vorbereitet. Die Versuchsabteilung entwickelte neue Lederarten, zum Beispiel Velurleder, Anilinleder und auch neue Farbtöne. In kleinen Walkfässern und Haspeln wurden die Leder gegerbt und gefärbt und dann weiterverarbeitet. Nach der Färbung wurden die Leder in der Ausreckerei entwässert, geglättet und zur Trocknung vorbereitet. In der Naglerei wurden die Leder zur Trocknung aufgenagelt. Dabei wurden sie bestmöglich ausgespannt, um zu verhindern, dass sie während der Trocknungsphase zu stark schrumpfen. Nachdem das Leder ganz trocken war, wurde es leicht befeuchtet und dann durch das sogenannte Stollen weich gemacht. Ein Zangenarm führte hierbei das Leder auf der Rückseite mit zwei Rollen über eine Metallkante. Das Stollen war eine körperlich schwere Arbeit, die nur langsam voranging. Ab dem Ende der 60er Jahre wurde dieser Arbeitsschritt von einer Durchlaufmaschine übernommen, die etwa die zehnfache Leistung eines Arbeiters erbrachte. Das Wormser Werk war deutschlandweit das erste, das diese in der damaligen Tschechoslowakei entwickelte Maschine einsetzte. Das Leder wurde nun, abhängig von seiner Qualität, entweder mit farblosem Glanz oder mit einer Deckfarbe besprüht. War es unbeschädigt, reichte das Besprühen mit Glanz. Wies es aber Narbenbeschädigungen auf, wurde es mit einer pigmentierten Farbe überzogen, um die entsprechenden Stellen abzudecken. Nachdem Farbe oder Glanz getrocknet waren, wurde das Leder mit großen heißen Bügeleisen, die an einem schwingenden Arm befestigt waren, geglättet. In der Glanzstoßerei bekam das Leder dann den letzten Schliff. Mit einer Glasrolle wurde das Leder mit hohem Druck bearbeitet und bekam dadurch größtmöglichen Glanz. Diese Arbeit war eine der schwierigsten im ganzen Herstellungsprozess, die sehr viel Geschick erforderte, denn es dürften keine Falten entstehen. Die Arbeiterinnen der Glanzstoßerei mussten aber nicht nur Geschicklichkeit beweisen, sondern waren auch permanent einem sehr hohen Geräuschpegel ausgesetzt. Lärmschutzvorschriften, die beispielsweise einen Ohrenschutz vorschrieben, gab es damals noch nicht. In der sogenannten Lederstub wurden die Leder vor dem Verkauf in verschiedene Qualitätsklassen sortiert. Je weniger Beschädigungen das Leder aufwies, desto teurer konnte es verkauft werden. Dieser Tätigkeit wurde sehr hohe Bedeutung zugemessen, beeinflusste sie doch maßgeblich den späteren Erlös. Keiner der Lederarbeiter musste am Ende seiner Schicht schmutzig nach Hause gehen. In Duschen und Badewannen konnte man sich säubern und gleichzeitig auch ein wenig von der anstrengenden Arbeit erholen. Nicht selten ging es an warmen Tagen nach getaner Arbeit noch ins firmeneigene Schwimmbad, das auch den übrigen Familienangehörigen der Angestellten offen stand.